Ja, hallo, ich bin PD Flea vom Backspace Bamberg e.V. und mit mir zusammen ist. Hi, ich bin Lemon. Ich darf heute auch das Opening mit moderieren, obwohl ich mit dem Backspace mehr freundschaftlich als mitgliedschaftlich verbunden bin. Aber wir sind alle freundschaftlich miteinander verbunden. Und ja, schön, dass ihr alle da seid. Auf der zweiten IGA, diesmal im Sommer, weil wir uns letzten September doch ein bisschen den Hintern abgefroren haben und gedacht haben, jetzt wollen wir es mal schön warm haben. Wir hoffen, dass es klappt. Das Wetter sieht im Moment ganz gut aus. Ich hatte vorher noch mal den Wetterbericht gesehen. Das sollte alles klappen. Wir sind ja wieder auf dem ehemaligen Metallurg-Gelände. Das ist ein Zwischennutzungsgelände. Das ist eine Fabrik, die 2013 dicht gemacht hat. Und wir können das jetzt schon das zweite Mal nutzen. Wir nutzen es auch nicht alleine. Es gibt hier in Bamberg auch einen tollen Verein, der nennt sich Kontakt e.V., der hier immer auch im Mai immer ein großes Festival veranstaltet, auch 4 Tage lang mit allen möglichen Kulturgeschichten. Und wir sind mit dem auch eng verbunden und da helfen uns auch viele Leute davon. Vielen Dank auch nochmal an alle, die uns jetzt helfen und noch helfen werden. Also ich schaue euch alle an hier, ne? Engelsystem steht, eintragen, mithelfen. Spaß haben. Jetzt muss ich meine Notizen gucken. Organisiert ist es vom Backspace e.V., das ist der hiesige Hackerspace und CCC-Erfa. Wir haben uns gedacht, alle machen sie Veranstaltungen, wir haben keine, deswegen wollen wir auch mal eine machen und haben jetzt schon das zweite Jahr und hoffen auch, dass wir noch weitere Jahre mit euch zusammen hier Party machen können. Wir haben auch einen besonderen Dank an die KUFA Bamberg, das ist die Kulturfabrik hier nebenan, die uns einen Schlafraum zur Verfügung stellt. Das steht alles im Wiki. Falls noch jemand irgendwie eine Übernachtungsmöglichkeit benötigt, kann er sich da kundig machen und dann an uns wenden. Ja, was gibt's hier zu tun? Viel. Wir haben Vorträge, wir haben Workshops. Schaut im Plan rein, was zu tun ist. Wir werden draußen ein paar kleine Spiele auch haben, da ihr euch draußen vergnügen könnt. Und wenn ihr auch noch selber was machen wollt, es wird Lightning Trolls geben. Irgendwo in der Lounge soll irgendwann mal irgendwo ein Zettel hängen, auf dem man sich eintragen kann, um da irgendwas anzukündigen. Wir haben hier die Lounge, beziehungsweise die große Lounge, also Vortragsraum. An dem gibt es abends dann auch Musik. Das heißt, hier wird ein bisschen so chillige Musik aufgelegt, alles easy. Nebenan ist die Lounge zum Chillen. Und drüben haben wir das große Hacksender. Da muss man aufpassen, da gibt es eine Alien Abduction Zone, nicht zu betreten. Was gibt es noch zu tun? Leute treffen, basteln, Spaß haben. Und dann übergebe ich. Genau, ihr dürft euch nämlich nicht nur in Person miteinander vernetzen, was natürlich toll ist bei so einer Veranstaltung. Wir haben auch ein Netzwerk und zwar WLAN und mit und ohne Firewall. Im Hackcenter bekommt ihr auch LAN. Wenn ihr mehr über das Netzwerk oder auch eine Karte des Geländes wollt, dann geht gerne auf die Webseite. Da gibt es eben auch das Wiki, von dem wir öfter gesagt haben, das ist auch kollaborativ. Das heißt, ihr könnt auch gerne Sachen ergänzen, wenn ihr das Gefühl habt, dass da noch was fehlt. Auch ein DECT-Netzwerk ist eingerichtet. Wurde mir gesagt, dass zumindest nach dem Opening es einen POC-Tisch auch geben soll im Hackcenter. Wir werden sehen, ob sich das dann tatsächlich als optimistisch oder real herausgestellt hat am Ende. Wie gesagt, wir bedanken uns bei allen Leuten, die uns geholfen haben, dass das alles jetzt schon so aufgebaut ist und dass ihr hier jetzt eine tolle Location habt, in der ihr euch die nächsten Tage aufhalten könnt. Aber damit wir das Ganze auch aufrechterhalten können, ne, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr das Engelsystem nutzen würdet und euch dort eintragen würdet und Schichten übernehmt. Und der Infodesk dafür befindet sich auch im Hackcenter. Wir versorgen euch auch gerne mit Essen. Es gibt ein ewiges Frühstück, ebenfalls im Hackcenter. Es wird auch später Waffeln geben durch das Wok. Und wann genau, merkt ihr dann hoffentlich am Geruch. Und ihr könnt auch dem Wok auf Mastodon folgen. Samstag und Sonntag ist dann der vegane Foodtruck hin und weg zu Gast. Und dort könnt ihr euch dann auch versorgen. Ansonsten, wie nochmal gesagt, der Lageplan ist auf der Webseite im Menü verlinkt und weitere Fragen, die ihr habt, gerne an den Infodesk im Hackcenter. Und jetzt bleibt uns beiden nur noch zu sagen,
ganz, ganz viel Spaß. Wir freuen uns über alle Chaoswesen, die nächsten Tage hier sind. Wir hoffen, ihr habt ganz viel Spaß und nehmt viele tolle Erinnerungen mit. Dankeschön. Genau, das meine ich auch. Freut euch, macht Spaß, kommt vorbei. Es gibt viel zu entdecken hier auf dem Gelände. Schaut euch um, checkt den Fahrplan und ansonsten viel Spaß.